Bo. So, kleine Überraschung. Ich muss leider für diesen Part ein kleines Vorwort machen. Wie ihr seht, hab ich hier Golden Sun an. Das liegt daran, ich habe gestern am 14.01. ganz dringend einen Part aufnehmen müssen, weil meine PS3 rumgezickt hat. Ich habe mich auch den ganzen Part darüber aufgeregt, dass sie rumzickt. Ich will nur dazu sagen, bevor ihr jetzt in den Kommentaren abgeht, was, dein PS3 ist im Arsch. Keine Angst, ich habe es inzwischen hingekriegt. Ich weiß, woran es lag. Wir haben es jetzt 7 Uhr morgens am 15.01. Ich muss gleich in die Schule los und ich wollte das nur vorher gesagt haben, bevor ihr jetzt in den Kommentaren abgeht, wie sonst was. Was war der Fehler? Der Fehler war tatsächlich bei der Ava, also bei meiner TV-Karte. Die hatte wohl ein paar kleine Mucksen. Ich habe das jetzt dadurch geregelt gekriegt, mehr oder weniger, dass mein PC über Nacht aus war. Mehr war nicht nötig. Und ich habe mir gestern 4 Stunden den Arsch abgesessen, den Fehler zu finden. Scheiße. Na gut, jetzt allerdings weiter im Text mit dem Golden Sun Part. Keine Sorge, das ist jetzt nur ein kleines Vorwort. Das ist die Stelle, wo der Part endet. Also wer das nicht sehen will, weil er das schon kennt oder sonst wie, kann ruhig ausmachen. Final Mix sollte, wenn ich jetzt mit den Truhen hinterherkomme, Freitag weitergehen, wenn nicht Samstag. Notfalls setze ich Golden Sun nach. Und ich habe mir gestern echt noch Sorgen gemacht, dass meine PS3 im Eimer ist. Ernsthaft, das war für mich grausam gestern. Ich habe schon fast daran gedacht, meine Wii anzuschalten und ein bestimmtes neues Projekt wieder anzufangen. Aber ja, das bringt jetzt nicht uns. Entschuldigt, ich bin kurz, weil ich mir hier gerade so ein bisschen die Schläfen massiere, gegen mein Mikrofon gekommen. Na gut, bevor ich aber zu viel labere und zu viel Zeit verschwende. Viel Spaß bei diesem Golden Sun Part. Wir sind heute in der Höhle von Altmilla. Freitag, spätestens Samstags, geht's mit dem Final Mix weiter. Bis dann. Hi Leute und ein herzliches Willkommen zu einem Part Golden Sun. Ja, ihr hört richtig, ihr seht richtig. Ich bin pisst ohne Ende deswegen, dass ich das jetzt hier bringen muss. Wisst ihr nämlich, was gerade der Fall ist? Wir haben es jetzt gerade 20.57 Uhr. Am 14.01.2014. Meine PS3 hängt in den Seilen. Zurzeit ist sie gerade komplett vom Strom, da sie Soundaussetzer hat. Ich habe jetzt von, ich weiß nicht, 19.30 Uhr bis jetzt versucht, meine PS3 irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Ich habe nämlich folgendes Problem. Wenn ich ein Spiel starte oder mir Musik anhöre oder Filme gucke oder was weiß ich, obwohl Filme gucken habe ich nicht getestet, weil ich keine DVDs in der Gegend hatte oder Blu-Rays, ja, Blu-Rays, ich habe keine Blu-Rays in der Gegend, kriege ich alle 2 Sekündchen so einen netten kleinen Soundaussetzer, der mich ärgert und ja, das ärgert mich total und ich habe es jetzt mit, ich weiß nicht, 3 System-Resets, HDMI-Kabel raus, rein, raus, probiert, mit Strom abstellen, mit Strom neu reinstecken, mit, hast du nicht gesehen, System-Update, blabli, blups, weil ich mir extra noch Zeit genommen hatte für den Final Mix-Part, den wollte ich jetzt eigentlich etwa fertig gedreht haben, mit der Truhensuche, weil ich nicht hinterhergekommen bin, weil ich letztes Wochenende keine Zeit hatte zum Aufnehmen und ich nur noch sonntags aufnehmen kann, das ist nämlich das Problem. Ich kann nur noch sonntags aufnehmen, weil ich wegen der Bauarbeiten unter der Woche nicht aufnehmen kann. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich jetzt gestern meinen theoretischen Führerscheintest geschafft habe, weshalb ich letzten Sonntag schon gar nicht aufnehmen konnte, nimmst du heute schnell den Final Mix Part auf, sind ja nur noch ein paar Truhen, musst ja nur noch von Agrabah bis, bis hinter Nimmerland. Hättest notfalls noch einen dritten Part gemacht, den du dann irgendwie mit Winnie Pooh kombiniert hättest oder sonst was. So mein Gedankengang. Und was ist? Ich bin eine halbe Stunde privat, gehe kurz weg, esse Abendbrot, komme wieder hin. Toll. Regt mich jetzt auf. Vor allen Dingen, einerseits ärgert mich mein Emulator wegen Spirit Tracks, andererseits ärgert mich jetzt meine PS3, andererseits trollt mich die Schule. Andererseits trollt mich der Führerschein, obwohl ich meine theoretische Prüfung bestanden habe. Danke an alle, die mir die Daumen gedrückt haben. Ich hatte eine Frage falsch mit 3 Punkten und die Frage hatte ich vorher nicht und habe sie deswegen falsch gemacht.
Aber ansonsten hätte ich null Fehler gehabt. Was mich freut. Weil ich nämlich vorher in den Bögen so schlecht war. Aber wieder zurück zum Thema. Jetzt heute Golden Sun. Wir befinden uns in der Höhle von Altmiller. Warum befinden wir uns hier? Weil die PS3 nicht will, wie ich will. Ich habe sie jetzt komplett vom Strom im Übrigen abgeklemmt. Ich tippe auf Überhitzung oder HDMI-Kabel im Arsch. Das bedeutet, entweder geht sie morgen früh wieder. Was dann bedeutet, Freitag geht Kingdom Hearts normal weiter. Oder mein HDMI-Kabel ist im Arsch. Das würde dann auch bedeuten, dass Freitag Kingdom Hearts weitergeht, weil ich dann Mittwoch gleich nach der Schule hinfahre und mir ein neues HDMI-Kabel kaufe. Oder meine PS3 ist ganz im Arsch und dann bin ich am Arsch, denn dann kann ich ganz genau sagen, was passiert. Dann wird so ziemlich alles den Bach runtergehen, denn ich habe viele PS3-Projekte geplant gehabt, weil ich jetzt im Januar Seito Teil zugeschlagen und mir einige Spiele gekauft habe und die jetzt alle nicht zeigen kann. Toll. Egal, Höhle von Altmiller, Golden Sun und... ist das ein Bug? Ich muss mal schneiden. Entschuldigt. Mein Vater wieder mit seinen lahmen Ausreden. Ja, du hast aufgehört zu fluchen und zu schreien. Ich musste noch nachprüfen, ob du lebst. Deswegen musste ich dich rausrufen. Ja, doch, echt ein Schuss. Egal, das hier scheint ein Bug zu sein. Ich glaube, man soll hier mit, ich glaube, man soll hier theoretisch durch dunkle Gänge wandern. Kann das sein? Ich glaube ja. Achso, im letzten Part hatte ich ja die Idee gehabt, dass Barbie durch einen Geheimgang oder so verschwunden ist. Das werden wir jetzt austesten, indem wir mal Enthüllung probieren. Könnte ja sein. Nein, er enthüllt nur ein paar Gegner. Toll. Ein paar Maulwürfchen. Ach, wie schön. Toll. Nun gut, es wird scheinbar immer dunkler hier in der Höhle von Altmiller. Allerdings weiß ich nicht, was das jetzt... Ah, jetzt scheint es richtig zu sein. Ah, jetzt habe ich ganz kurz den weiteren Weg gesehen. Das ist gut, dann können wir uns dadurch ein wenig orientieren. Scheinbar müssen wir uns durch eine dunkle Höhle manövrieren, das finde ich gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang und dort lang und dann sind wir in der Fackel und können weiter runter. Auf der Suche nach Barbie. Und hier ist natürlich noch eine Kiste. Und die war ein Mimic. Fuck you, Mimic. Gut, dann als allererstes Ragnarök. Mal sehen, was kannst du... Nee. Du brauchst nichts, Kirsten. Was ist mit dir? Du machst mal einen Sturmblitz und du... Mal sehen. Ja, du machst mal ein Eishorn. Wir ärgern den Mimic jetzt mal. Ich lasse meine ganze Wut, die ich wegen der PS3 habe, jetzt an den Mimic aus. Ihr dürft euch gerne darüber totlachen in den Kommentaren. Keine Sorge, ich wette, es ist nur irgendwas Kleines. Ich meine, ich darf es auch nochmal dazu sagen, ich habe bei meiner PS3 eine halbe Stunde vorher noch gezockt. Ja, und ich war danach nur essen. Und das heißt, ich habe sie nur, ich glaube, eine halbe Stunde oder so unbeaufsichtigt gelassen. Und wenn das tatsächlich nur eine Überhitzung ist, dann weiß ich ganz genau, was ich dann tun werde. Dann werde ich die PS3 einfach woanders hinstellen. Obwohl sie eigentlich von drei Seiten gut Luft bekommt. Ne, von zwei Seiten. Von, na okay, Diskfach mitberechnet, dann sind es drei. Vorne, rechts und hinten. Und hinten zu beiden Seiten frei. Also ich dachte eigentlich, dass das reicht. Nur wenn nicht, dann stelle ich die PS3 halt aufs Regal. Ist ja auch nicht das Problem. Ich habe ja hier so einen richtig schönen großen PC-Tisch. Da kann ich die locker mal woanders unterbringen, wo es mehr Luft gibt. So, wir sehen uns mal hier um. Und da ist eine Sackgasse. Und was bitte? Höllenhunde? Wieso... Oh, scheiße, ich habe nicht an die HP gedacht. Und, ja, wir können ja jetzt mal anfangen zu heilen, aber ich glaube, weil Quelle aktiv ist, brauchen wir das gar nicht. Deswegen würde ich sagen, Ragnarök, dann nehmen wir mal, du greifst den Höllenhund 1 an,
Du machst einen Tornado auf Höllen und 1, Höllen und 2. Und du spielst mal Wunsch. Dann gleiche ich meinen Fauxpas wieder aus. Und, ja. Oh. Ach, ihr könnt Feuer einsetzen. Interessant. Und, 101 KP, das ist nicht so gut. Na gut, Angriff, Wunsch. Und, Todesruf, das ist nicht so gut. Genauso wie der Feuersegen nicht gut ist, aber was soll's. Leben wir damit. Gut, dann jetzt den Höllenhund angreifen. Und er ist weg. Oh, das war eine Tortur. Juhu, wir sind wieder underleveled, obwohl ich auf Level 21 trainiert habe. Na egal, und was ist das? Ihr könnt mich sehen? Oh, ich wollte eigentlich erst Enthüllung aktivieren, aber scheinbar haben diese Striche ansprechen auch schon gereicht. Da ist jemand. Umhüllt vom psynergetischen Licht. Wer kann das sein? Ihr wisst über die Psynergy Bescheid und ihr könnt mich sehen? Kommen Sie schon. Verstecken Sie sich nicht. Zeigen Sie sich. Selbst wenn ich das wollte, wie ihr sehen könnt, kann ich mich nicht rühren. Was meinen Sie bitte mit, wie ihr sehen könnt? Sie sind unsichtbar. Oh, genau, stimmt ja. Sie sagten, Sie können sich nicht rühren. Was ist geschehen? Ja, mir ist mein Trank ausgegangen. Ich bin hier zusammengebrochen. Trank? Was genau soll das für ein Trank sein? Ihr würdet es nicht mal ansatzweise verstehen, wenn ich es erklären würde. Sie scheinen große Schmerzen zu leiden. Hängt denn Ihr Leben von diesem Trank ab? So ist es. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Was? Welchen denn? Ich möchte gern, dass ihr meinen Trank für mich holt. Holen? Wo ist er denn? Tief in dieser Höhle. Ist da eine Apotheke? Was sind wir doch heute wieder witzig? Ich werde euch erklären müssen, wie ihr ihn finden könnt. Könnt ihr das für mich erledigen? Ja. Hast du Witze, Isaac? Wir wissen nicht mal, wie dieser Kerl aussieht. Er sagte, er könne sich nicht bewegen, selbst wenn er es wollte. Jemand befindet sich in Not. Es ist doch ganz klar, dass man ihm hilft. Ich stimme Ivan zu. Wer auch immer er sein mag, er braucht Hilfe. Fein, okay. Wir sollten Menschen in Not helfen. Ist das besser? Garrett, du bist irgendwie voll der Egoist. Werdet ihr ihn für mich holen? Was müssen wir tun, um an den Trank zu kommen? Zuerst müsst ihr ins Herz der Höhle vordringen. Ihr werdet 5 Felsen finden, die aus dem Boden herausragen. Dreht die Felsen auf der linken und auf der rechten Seite. Oh, das sollte ich mir aufschreiben. Eine Sekunde, ich schnappe mir nur kurz einen Zettel und einen Stift. Jetzt müsste ich nur einen Stift in der Nähe haben. Toll. Ich habe aber nur den hier in der Nähe, dann muss ich den umändern. Ja, geht so. Linker Fels. Rechter Fels. Und dann umdrehen. Man sollte immer Zettel und Stift bei sowas dabei haben. Wenn ihr die Felsen in der richtigen Reihenfolge dreht, erscheinen 5 bunte Lichter. Bunte Lichter? Und das klingt schwachsinnig.
Ist aber so. Lichter werden an der Wand erscheinen. Es werden 5 Farben sein. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Dreht die 5 Felsen passend zu der Farbe des obersten Lichtes. Alles klar, wir drehen die Felsen, die zu der Farbe des Lichts passen. Das blaue Licht passt zum Felsen ganz links. Okay, blaues Licht. Ah, das muss ich mir jetzt alles aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder. Blaues Licht ganz links. Die passenden Felsen zu den anderen Felsen sind... Farben zu den anderen Felsen sind von links nach rechts. Grün. Links. Weiß. Und zweiter von links. Dritter von links. Ich schreibe mir das jetzt nur auf, weil ich ganz genau weiß, dass ich strohdoof bin. Sowieso noch genervt, weil ich durch die PS3 noch gestresst bin. Deswegen unkonzentriert und deswegen schreibe ich mir das auf. Vierter von links und rot ist fünfter von links. Und ja, ich gehe vom Felsen ganz links aus, dann mache ich auch nichts falsch. Wenn ihr das Licht seht, dreht den entsprechenden Felsen. Also sind die Farben von links nach rechts. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot? Ja. Genau. Wenn ihr das richtig hinkriegt, wird sich eine versteckte Tür öffnen. Eine Tür? In den tiefsten Tiefen einer Höhle? Wer hat sie da eingebaut? Eine alte Zivilisation, schon längst entschwunden. Oh, bitte beeilt euch. Es scheint wirklich große Schmerzen zu haben. Warum heilst du ihn dann eigentlich nicht? Wir sollten besser diese Höhle schnell finden, Isaac. Ja, sollten wir. Ich habe auch eine Vermutung, wer du bist. Allerdings kann ich mir nicht sicher sein, wer du bist. Ich will es jetzt mal testen. Vielleicht klappt es mit der Enthüllung. Nein, es klappt nicht mit der Enthüllung. Wartet! Der Trank steht auf einem Tisch hinter der Tür. Ach, gut, okay. Steht auf einem Tisch hinter der Tür. Okay. Und, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen einmal rumdrum gehen und ein Golem. Ach, du heilige Scheiß, ein Golem. Gut, wir greifen erstmal so an und, oh, das hat schon gereicht. Wunderbar. Dann haben wir zumindest das schon mal. So, wir gehen hier runter. Wir testen hier mal, ob was ist. Ist hier ein versteckter Gang? Ja. Wir haben einen Wicht und einen Golem. Wir teilen mal die Angriffe auf. Sparen die Psynergy auf, weil ich glaube, dass das mit den Lichtern nicht alles ist. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. So, Angriff, Angriff, Angriff. Gut, der Wicht ist erledigt. Und wir haben Eruption gelernt. Also, Garrett, der hat jetzt nämlich Level 22. Gut, hier ist auch noch ein Felsen. Das heißt, wir müssen hier nochmal rum. Hier unten nochmal überprüfen. An jeder Ecke kann ein Item versteckt sein. Gerade in dunklen Höhlen muss man sowas testen. Und ihr kleinen Höllenhunde, ihr könnt mich... Ey, ich könnte mir fast schon was denken. Was einen möglichen Boss angeht, wobei ich nicht wirklich glaube, dass wir hier vielleicht auch noch einen Boss treffen. Wenn ja, dann hoffe ich nicht auf einen Cerberus. Bin mir aber ziemlich sicher, dass einer kommen wird. Reine weibliche Intuition. So. So, hier ist nix. Hier ist auch nix, nur der Weg zur Tür. Wunderbar, dann gehen wir runter und da war eine Kiste. Toll. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass ich eine Kiste übersehe. So, jetzt den irren Maulwurf angreifen. 88 Punkte. Gut. Dann gehen wir noch hierher. Im Übrigen mache ich diesen Part jetzt extra ein bisschen länger.
damit ihr dann morgen wenigstens eine gute Entschuldigung für den Final Mix habt. Vor allen Dingen, ich habe fast 5 Minuten nur darüber schwadroniert, wie scheiße meine PS3 heute zu mir war. Ich finde, das sollte sich dann doch anderweitig lohnen für euch, wenn ihr euch schon mein Gejammer anhören müsst. Ich hoffe nur, dass es wirklich, wenn maximal am HDMI-Kabel liegt, meine neue PS3 kann ich mir nicht leisten. Unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen. Nicht meine gebrauchte. Diese hier ist ja schon gebraucht. Und war ein Geschenk. Und da ist ein Gin. Ein Gin. Ein Gin. Ui, ist das schön. Und, ach. Ach, sieh mal einer, guck. Toll. Was machen wir jetzt? Das sieht so aus, als wenn ich das... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Einmal Frost. Was? Hier die Pfütze ein. Geht doch. Gerade eben hat das nicht gemacht, der Doofi. Na gut. So. Dann einmal hierher. Dann dahin. Und. Ah! So kommen wir zum Djinn. Aber wir müssen den Djinn herausfordern. Das ist natürlich nicht so gut. Dann werde ich nochmal heilen. So. Gut, ihr seid alle geheilt. Das ist gut. Und dann hier. Gegen den Jupiter-Djinn. Wieso Ivan schon wieder einkriegt, verstehe ich allerdings nicht. Na gut, dann als allererstes, was können wir versuchen? Wir könnten ja mal... Hält einen Gegner durch Gravitation. Ich versuch's mal mit Strato, dann können wir ihn sowieso mal testen. Genauso wie wir, dann nur angreifen können. Ja, Ivan, du musst generell angreifen und du... Versuchst es mal mit Eis, aber ich glaube, dass das nichts bringt. Und, ah, der Djinn ist bewegungsunfähig. Das ist gut. So, dann greifen jetzt mal alle an. Gut, Gefrierbrand. Und, ah, Sturmblitz. Das ist scheiße. Allerdings kann Mia ihre KP zumindest wiederherstellen. Das ist sehr gut. So, nochmal eine direkte Angriffswelle. Und, oh, wir haben es geschafft. Und? Mistral folgt Isaac. Was könnte Mistral denn, wenn? Was würde denn alles, ja, würde alles verloren gehen? Dann gebe ich den mal Ivan. Und wenn ich den mit Ivan verbinde, dann lernt er überhaupt nichts. Wenn ich ihn Garrett gebe, was passiert dann? Nur mal raten. Ja, nee, scheiße. Geben wir mal Ivan verbünden. Toll, ich habe irgendwie viel zu viele Djinns verpasst. Kann das sein? Wenn, finde ich sie sowieso irgendwann mal. Na gut, hier noch runter. Und hier ist es wieder dunkel. Juhe. Wir sehen uns hier mal um. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da oben vielleicht. Nee, nur Gegner erstmal. Zwei Faulgesang. Und dann noch die Schildratte, die können wir dann auch noch verprügeln. Juhu. Komm her. Schade, dass sich Lebensegel nicht auch noch auf andere übertragen lässt. Sonst hätte ich tatsächlich, wenn man das auch noch irgendwie steuern könnte. Aber das ist ja meistens so. Ich will mich also nicht beschweren, sondern Ivan einfach mal außerhalb des Kampfes heilen. Im Übrigen, mir ist inzwischen aufgefallen, was... Isaac ist ein Galan. Oder Galan? Wie man das ausspricht, keine Ahnung. Aber es ist cool.
Ich könnte auch auf galant tippen. Das wäre dann allerdings irgendwie eine komische Klasse. Die Klasse galant. Hm? Die gibt's, glaube ich, nicht. Und zwei Mini-Cerberus. Toll. So. Angriff. Nochmal Angriff. So. Und so. Ja, ihr kleinen Mini-Hundchens. Kommt mal alle her. Kommt und lasst euch von Ivan verprügeln. Und Mia hat ein Level up, weil ja Ivan einmal gestorben ist und ich deswegen nicht mehr die normale Level-Reihenfolge habe. Ich bin doof. Na gut, hier ist die Tür nach unten. Gehen wir mal nach unten. Höllenhund, zwei Golems. Höllenhund, Golem. Du nimmst den Höllenhund, du nimmst auch den Golem. Ich könnte mal ein bisschen Psynergy benutzen, will ich aber nicht. Will mir das sparen. Ich weiß, ein Teil wird ja wieder hergestellt, aber trotzdem. Ja, ich muss jetzt sogar welche verwenden. Na gut, dann würde ich sagen, Isaac greift an, Garrett greift trotzdem auch an, aber Ivan, du nimmst Tornado, mit Fokus auf die beiden Golems und du, wow, du hast jetzt nicht nur Wunsch gelernt, du hast auch noch Wunschquelle gelernt, das ist cool. Dann nehmen wir doch mal Wunschquelle und weinen den Spruch gleich ein. So. Und Ivan ist sehr effektiv gegen die Golems. Das ist natürlich gut. Und er setzt Gewalt ein. Gewalt ist eine Spezialfähigkeit oder was? Wusste ich gar nicht, dass das geht. So, und dank tiefem Gebet können wir dann auch nochmal unseren guten Ivan heilen. Es muss keiner hier wieder verrecken. Mia kann alles heilen. Zumindest so gut wie. Das war gerade blöd. Na gut, jetzt können wir hierher. Aber interessant, wie diese Höhle aufgebaut ist, im Ernst. So, jetzt nochmal den Golem verkloppen. Und ich hätte mal wieder einen Zauber... Zauber, ja klar, ich hätte doch mal wieder... Ja klar, ich spiele Aero. Hey! Ich glaube, die PS3-Pans reichen jetzt langsam. Hier springen. Hier durch. Dann gehen wir gleich hierher. Und dann Angriff, Angriff, Angriff. Nun kommt schon. Ihr schafft das. Gut. Jetzt verstehe ich. Weg. Durch. Und hier sind die Felsen. Dann würde ich jetzt glatt sagen, ich schneide hier. Der Part ist jetzt schon extrem lang, also ich glaube 30 Minuten plus ist der jetzt. Von daher könnt ihr euch nicht beschweren. Tut mir wirklich leid, dass es nicht zu einem Final Mix Part gekommen ist. Ich versuche ihn so schnell es geht nachzureichen. Wirklich, 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 wirklich. Von daher, bis dann Leute, bye bye. Ich bin verzweifelt.